Steuern bei der Geldanlage, ein nerviges Thema? Keine Angst, bei Scalable Capital geht das ganz leicht, sogar steuerleicht. Du bekommst einmal im Jahr deinen persönlichen Steuerreport kostenlos und du findest darin auf einen Blick die relevanten Daten und Zahlen für deine Steuererklärung. In diesem Video zeigen wir dir, was wir mit steuerleicht meinen und was es für dich bedeutet. Kapitalerträge versteuern oder Verluste geltend machen. Mit einem Depot- oder ETF-Portfolio bei Scalable Capital geht das jetzt ohne Umstände und ganz bequem. Wir sagen dazu steuerleicht. Du bekommst bei uns einmal im Jahr einen Steuerreport auf Basis deiner Transaktionsdaten im Scalable Depot. Der Report wird von Steuerexperten nach österreichischem Steuerrecht erstellt. Im Report findest du alle relevanten Zahlen und Daten, die du für die Steuererklärung brauchst. Dazu gehören detaillierte Informationen zur Verwendung des Berichts, eine Ausfüllhilfe für die Steuererklärung und zusätzlich Informationen zu allen steuerlich relevanten Transaktionen. Im Steuerreport befindet sich ganz am Anfang eine Übersicht, die heißt Beilage E1 KV – Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Informationen aus der Beilage E1 KV, die beziehen sich auf das gleichnamige Zusatzformular der Einkommensteuererklärung vom österreichischen Finanzamt. Das ist sehr praktisch, denn die E1 KV-Beilage, die enthält alle Informationen, die du zur Versteuerung deines Depots bei Scalable Capital benötigst. Und natürlich haben alle Zahlen dieselbe Bezeichnung, dieselbe Kennzahl wie im offiziellen Formular der Einkommensteuererklärung in Finanz Online. Du siehst also hier, der Report ist sehr übersichtlich gestaltet. Und damit sollte es dir dann ohne großen Aufwand möglich sein, die Steuern für deine Geldanlage bei Scalable Capital abzuführen. Wie geht's dann weiter? Deine Einkünfte aus Kapitalvermögen fließen in deine Steuererklärung mit ein und stellen eine Einkunftsart dar, so wie zum Beispiel auch dein Gehalt oder Mieteinnahmen, die du möglicherweise hast. Und die Abgabe der Steuererklärung, die machst du dann zusammen mit allen anderen Einkunftsarten, Sonderausgaben, Werbungskosten sowie Homeoffice-Pauschale und so weiter. Und etwas später im Jahr erhältst du dann vom Finanzamt deinen persönlichen Steuerbescheid. Und das war es auch schon, was es zum Thema Steuern bei der Geldanlage mit Scalable Capital zu sagen gibt. Du hast sicher gesehen, es kann wirklich steuerleicht sein. Wie du weißt, ich mache an der Stelle nochmal ausdrücklich den Hinweis, Scalable Capital erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung. Wenn du also spezifische Fragen zu deiner individuellen Steuersituation oder Erklärung hast, dann bitte kontaktiere immer deine Steuerberaterin, deinen Steuerberater. Ich wünsche viel Erfolg bei der Geldanlage.